Willkommen zu T&A, wir sind da. Ich bin Arne. Ich bin Nadine. Und heute machen wir den vierten Vlog. Genau, und wir fahren jetzt zum Mr. Elektrodose zum Geburtstag. Ja, genau. Und ja. Da gibt's natürlich so eine kleine Tüte. Für den großen Jungen, ne? Mit? Das Parfüm. Gutes Parfüm. Haben alles ausprobiert, alles gerochen. Ah, das riecht gut. Ja, das ist. Natürlich die schönste Geschenk. Tüte. Tüte, genau. Das ist eine Tüte. So, wir machen es dann los. Bis dann. Guten Morgen. Ich melde mich mal kurz. Nur ich. Daniel ist nämlich noch arbeiten. Oder schon arbeiten. Es ist um 11 jetzt so. Und Daniel ist schon seit um 6 arbeiten. Ich mache hier noch gerade den Rest weg. Den Daniel stehen lassen hat. Und ich habe schon abgewaschen und bei mir gibt es gleich Frühstück. Einmal ein Mehrkornbrötchen und ein normales mit Mini-Frikadellen und Gürkchen und was Süßem. Das Bad habe ich gerade auch schon sauber gemacht. Und da ist die kleine Maus. Die Wäsche ist gerade fertig geworden. Die muss ich jetzt auch noch aufhängen. Du magst es nicht, wenn man dich filmt, oder? Und ihre Katzendecke dabei. Ja, ich fasse es ja schon nicht an. So, das war nur mal kurz Zwischenbericht, denn nachher, wenn Daniel von Arbeit kommt, bin ich nicht mehr da, denn bin ich im Englischkurs. Oh, und deswegen muss ich jetzt auch noch ein bisschen lernen. Ich melde mich zurück 2 Stunden später. Ich habe noch nichts gegessen. Ich habe bei Facebook ein bisschen geguckt und habe schon die Wäsche fertig. Habe ich vorhin schon fertig gemacht. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall was essen. Und Virginia chillt hier. Der Heizung, schön warm, wa? Nein. Sitzt schon wieder und Dings gekratzt. So wie sie halt immer rumkratzt. Ganzen Tapeten. Ich werde jetzt das mal ein bisschen frühstücken, was ich vor 2 Stunden eigentlich machen wollte. Jetzt ist es 13 Uhr. Ich habe noch nichts gegessen. Naja, dann gibt es das jetzt auch. Virginia frühstückt auch. Oder hat ja vorhin schon ein bisschen gegessen. So, hallo zurück. Hier, ich bin's nur alleine heute, ohne Nadine. Nadine ist noch beim Englischkurs. Ich mache jetzt erstmal das Essen fertig, wenn die danach zurück ist, damit wir noch schön essen können. Und ja, ich nehme euch halt mit und zeige euch, was ich jetzt mache. Kartoffeln habe ich erstmal geschält, gewaschen und jetzt werden sie gut. So, jetzt machen wir erstmal Schnitzel, weil es gibt Schnitzel noch dazu, aber ich tue die jetzt nicht breitlüften, weil das reicht mir schon so wie dünn die sind. So dünn wie die sind, da ist nicht schön. Thank you.
Ich habe den Tisch schon mal fertig gedeckt und ich werde euch jetzt mal zeigen, für meine Süße, ich liebe dich. So, dann muss man die fertigen Schnitzel, die Kartoffeln halt, den angebratenen Rosenkohl, den normalen Rosenkohl, natürlich eine Kerze. Ist natürlich nicht die beste, aber es ist halt eine Kerze und das zählt durch die Soße. Und das werden wir gleich essen, sobald die Süße kommt. Na, die müsste auch gleich in den Augenblick kommen und ja, ich habe doch gleich Hunger. Hallo. Hallo. Wie sind wir zurück beim Abwaschen? Also du bist gerade von Arbeit gekommen. Ja. Warte mal, Moment. So. Ah, siehst du, ein Kollege hat gefragt, ob ich auf meinen Selfie-Stock habe, weil das jetzt immer so weit weg ist. Ich sag, nee, ich mach das bis mit dem Arm. Ja, du hast immer so gemacht. Du hältst mich. So, also wenn du jetzt nicht drauf bist, dann weiß ich nicht. Ich bin also so klein, nur, also ja. Hab ich schon mal gesagt, wir waren am Montag beim Zahnarzt gewesen. Am Montag? Ja, ja klar, Montag. Ja. Was am Montag? Ja. Okay. Am Montag. Nein, da war ich zum Vorstellungsgespräch. Ach ja, und danach war ich. Ja, nee, okay, wirklich. Ja, wir waren Montag beim Zahnarzt, im Wolfen, sehr empfehlenswert. Nein. Nicht? Warum nicht? Zornitz ist nie im Fenster. Kein Zornitz auf der Welt. Und die erst recht nicht. Die ist wie ein Fleischer. Aber nicht die Zahnärzte, das wurde die Schwester bei dir. Ist da egal. Nein, bei mir war die Zahnärzte. Eigentlich haben wir heute gedacht, dass heute die Publikumsauslosung ist, aber so wie es aussieht, hat sich das mal eine Woche verschoben. Das heißt, nächste Woche Donnerstag, am 9.2. gibt es erst diese Auslosung. Und wir werden euch natürlich Bescheid sagen. Wenn es soweit ist. Oder was überhaupt rausgekommen ist. Ob überhaupt jemand angerufen hat. Weil die rufen uns dann an und dann kriegt man den Bescheid, ob oder ob nicht. Denkst du, wenn wir nicht dran sind oder irgendwie, dass die dann trotzdem anrufen bei jedem Einzelnen? Ja, steht drin, das telefonisch bin ich das. Achso. Süßer, was machen wir denn heute noch? Ja, also du wirst auf jeden Fall noch die Matratze, die im Kinderzimmer liegt. Meine Matratze? Ja, ins Schlafzimmer legen, denn ich kann nicht mehr gerade liegen. In diesem harten Bett. Das ist wohl schief oder was? Das ist mir zu hart. Und deswegen musst du. Heute? Richtig? Ja, okay. Heute machen wir eine schöne Bulette. Gestern haben wir schön. Was ist mit der Bett? Gehackt ist natürlich, wenn wir heute Bulette machen. Und den Rest tun wir heute schön anbraten und da gibt es noch schön Kartoffelbrei dazu, Zwiebeln, Soße und den Rest Gemüse, den wir irgendwo im Kühlschrank finden. Ich aussehe. Wie meine Frau. Wie meine schöne Frau. Oh, ich liebe dich. Du kannst jetzt mal bitte die Matratze machen. Ja, und? Bitte. Tschüss. Was machen? Ich komme mit den Füßen nicht runter. Ich muss ja richtig sitzen, muss ich. Dann gib die mir. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist der nächste Tag und noch übernächste Tag. Wir haben an heute den Tag nicht mehr so Samstag. Viel gefilmt. Wir haben heute Samstag. Genau. Wir waren noch auf Arbeit und danach sind wir schön nach Novavandis gefahren, weil bei Höfner Räumungsverkauf ist. Genau. Habt ihr ja eine Szene gesehen. Ja. Und ja, wir haben da eine Lampe gefunden. Ja, also nur mal ganz kurz, warum wir uns eine Lampe gekauft haben. Wir haben hier schon eine schöne Lampe, aber wir wohnen jetzt schon seit 3 Jahren hier und er stoßt sich immer
immer noch daran. Und das immer. Das, woran das wohl liegen kann? Dass du das noch nicht mitbekommen hast, dass da eine Lampe ist? Dass Ist da eine Lampe, ja. Und deswegen haben wir jetzt eine, weil unsere Wohnung, man sieht ja, die ist ziemlich klein, also so niedrig, nicht klein, außer das Schlafzimmer, das ist ziemlich hoch. Und da mussten wir uns eine spezielle Lampe kaufen. Eine spezielle Lampe? Ist wohl keine spezielle, das ist auch eine normale Lampe. Das ist eine, das ist eine Hängelampe, also holen wir einfach eine Deckenlampe. Wow. Ja, und es ist alles eine Lampe. Trotzdem eine spezielle Lampe. Jetzt über die Tage, mehrere Tage, weil wir euch eigentlich mitteilen wollten, ob wir jetzt bei den 99 Fire Films ja, ob was rausgekommen ist oder nicht, aber wir haben halt gewartet und ist doch nichts rausgekommen, deswegen denke ich, jetzt ist noch nichts rausgekommen und wir wollen halt nicht länger die Tage ja abwarten, weil dann kommen keine Vlogs online und so, die Lampe ist schon mal drauf. Sieht auch sehr schön aus. Und du kannst wieder schön runterlaufen. Und wir wollten euch noch mal ganz kurz noch was zeigen. Es ist zwar jetzt schon. Also, über wir zeigen euch her. Das jetzt so. Und wenn ihr euch dazu noch mal belesen wollt, dann unten in der Information. Infobox. Du weißt in gar nicht, ob Infobox. Das noch drin ist. Doch, das ist noch drin. Und dann könnt ihr euch einen Artikel zu einem BMZ anschauen und lesen. Warte, und hier stehen wir auch auf der Titelseite. Tada. So. Damit verabschieden wir uns heute. Für diese Woche. Nächste Woche gibt es natürlich wieder einen neuen Vlog. Diese Woche ist erstmal zu Ende. Ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch. Willkommen.